Hallo Minecraft, willkommen zu Sky Factory 2.5. Ja, wir haben letztes Mal da hinten eine Plattform gebaut und inzwischen habe ich den Server gebaut mit dem, der hinter mir steht. Hallo Leute, hier ist MacRusto 2051 und heute besuche ich mal Varuna. Ich mache diese komische Sicht aus, die ist echt grauenhaft. Der hat sich gerade so schön gebückt. Au! Ey! Du hast noch genug Herzen, hau nur bitte nicht zurück. Dein Server macht einen sehr hungrig. Du hast ein halbes Herz? Warum hast du nur noch ein halbes Herz? Ja, weil da hinten ein Skelett gestanden hat. Deswegen habe ich auch auf deinem Server mal noch diese Mauer da hinten erhöht, was die Leute nicht gesehen haben. Nein. Weil hier ein Skelett stand und einfach drüber geschossen hat und irgendwie... Ja. Ja, ich habe auch ein Hungerproblem. Aber man verliert nicht mehr wie 5 Herzen eigentlich. Ein halbes ja, ich weiß, ich kann, glaube ich, nicht verhungern, aber jeder Pieks tötet mich. Ja, das ist ganz okay. Ich habe gerade dann hier noch auf der Plattform ein bisschen was aufgesammelt. Da waren 2 Looting Bags drin. Ja, hoffentlich ist was zu essen drin. Ein Pumpkin Seed und einen Safari Net Single Use. It's a mystery. Und ich habe noch ein Looting Bag. Da gucken wir jetzt mal rein. 5 Marble Stone und 3 Melonsamen. Toll. Schön, also wir können uns jede Menge zu essen anpflanzen, aber wir müssen es immer noch pflanzen. Was machst du? Ich baue hier mal ein paar Bäume hin. Warum? Weil hier kommen keine Gegner. Ja, ist doch Wurst. Baum. Also ich habe hier Bone Meal. Ich mache jetzt hier einfach mal... Bone Meal habe ich da hinten schon in die Container gemacht. Die sind auch alle voll. Sehr schön. Dann können wir das mal absammeln. Ich hoffe... Oh, jetzt pflanzt er hier so hässliche Bäume. Ah, oh, sehr schön. Der Baum ist schon da. Ich will doch nur Äpfel. Ich will was zu essen. Ja, ich habe doch die Melonen. Wir müssen nur warten. Es sind jetzt 4 Melonen Major. Und weiter? Die müssen jetzt nur noch ploppen. Wenn die geploppt sind, ist okay. Hast du einen Crook? Dann macht mit dem Crook das Ding da. Ich lasse es einfach so kaputt gehen. Ich hab nur einen Hammer. Die haben hier die normale. Ah nein, ich habe ein falsches Texturenpack drin. Deshalb sieht der Crop hier so komisch aus. Dein Kopf sieht komisch aus. Du guckst so weit nach oben, du hast ja das Genick gebrochen. Das kennen wir ja von Minecraft. Da guck, kein Apfel gekommen. Was hat dir das jetzt gebracht? Nein! Wer hat meine Kiste umsortiert? Ich habe ihn einmal auf Sortieren geklickt bei der Kiste. Nein, das war alles... Kaum ist McFisto da, macht alles kaputt. Ja, ich habe sortiert, oh nein. Noch nur die rechte Kiste. Du hast kaputt gemacht. Warum spawnen da hinten tagsüber Monster? Weiß ich nicht. Was meinst du, warum ich den blöden Zaun höher gemacht habe? Also, wir müssen jetzt nur darauf warten, dass hier die Melonen spawnen. Warum tun sie das nicht? Können die das überhaupt auf Holz? Why not? Hast das schon mal funktioniert oder hast du das nur erst neu gemacht? Ich hatte die gepflanzt. Meinst du, das geht nicht auf Holz? Ich weiß es nicht. Ich frag nach. Ich mach mal hier testweise ein Loch rein. Um die Chance zu erhöhen, sollte man eigentlich auf allen 4 Seiten machen. Jo. So viel zu deiner Chance hier zu kriegen, was runterfällt. 1 von 4. 25%. So, also letztes Mal, ich wollte hier hinten eine Getreideplattform bauen. Warum hast du das nicht schon gemacht? Dann müssten wir jetzt nicht Hunger. Ja, leiden. Weil ich soweit noch nicht war. Und ich hatte gerade geguckt, ich kann hier noch 2 rausgehen. Und dann? Bin ich auf derselben Entfernung wie da drüben. Dann sieht es toll aus. Ich mache noch ein bisschen mehr Erde, indem ich ein bisschen Holzspäne oder wie auch immer das genau übersetzt wird, kompostiere. Willst du deinen Zuschauern vielleicht mal erklären, was du hier überhaupt machst?
Achso, ja, stimmt. Das kommt davon, dass ich mich gestern privat damit beschäftigt habe. Und jetzt natürlich davon ausgegangen bin, dass alle das wissen. Ich spiele natürlich mit dir jetzt Sky Factory. Dabei geht es halt einfach drum, das ist wie Skyblock. Man startet im Nichts auf einem Baum, den man der auf dem Erdblock steht, sodass man ihn neu anpflanzen kann. Und dann muss man sich daraus fortbauen. Deswegen besteht hier auch so viel aus Holz. Genau. Dann kann man nachher den Baum, aus dem Baum kriegt man halt mehrere Setzlinge raus. Mit dem Setzling macht man einen neuen Baum. Aus dem Holz macht man Plattformen. Und die Setzlinge kann man dann kompostieren. Und dann kriegt man Erde für weitere Bäume. Man kann die Bäume auch mit dem Hammer kaputt hauen. Das habe ich eben schon gemacht. Weiß aber jetzt nicht, ob das auf der Aufnahme war. Ich glaube, das war davor. Dann gibt es halt Holzspäne statt Holz. Und die Holzspäne kann man auch wieder kompostieren. Genau. Wenn euch das Ganze interessiert, dann könnt ihr einfach bei mir mal die ersten Folgen angucken. Dann seht ihr das. Aber die ersten Folgen sind ja eh nur so der Grundaufbau und für mich etwas langweiliger, weil später kann man wieder viel automatisieren und das ist natürlich mehr der Teil, der mich interessiert. So, ich muss fackeln. Fackeln. Sonst spawnen hier auch gleich wieder Gegner. Das wäre ein bisschen ungeschickt. Ja, ich kann mich mit keinem mehr anlegen. Ich sollte es auch nicht tun. So, uns gehen die Holzchips aus. Das ist, weil du da hinten nicht wieder neue Setzlinge gepflanzt hast. Immer auf mich. Klar. Auf wen sonst? Drei Wasserfässer haben wir auch schon. Genau, ich konnte keine... jetzt weiß ich wieder, weshalb ich keine Farmplattform anlegen konnte. Weil ich noch keinen Eimer hatte. Ich hatte noch keinen Eimer, um mir Wasser zu transportieren. Du gerade? Ich sehe gar kein Eisen bei dir. Ja, ich hab glaube ich auch keins mehr im Moment. Aber einen Eimer habe ich schon. Warte, das Eisen kam aus dem Gravel, ne? Ja. Sehr schön, dann lassen wir mal 4 Steine übrig. Dann kann man jetzt die... genau. Also wie gesagt, vom Kompostieren kriegen wir dann Erdblöcke. Diese Erdblöcke können wir dann, ich zeige es einmal den Zuschauern, in einem Sieb, das wir uns auch erst bauen müssen, durchsieben, dann kommen kleine Steinstückchen raus. Ich habe schon 4 im Inventar, 8, 11, 16, perfekt. Da habe ich wieder den Block drauf gemacht. Zusätzlich kriegt man natürlich Samen und anderes Gemüse und lauter so Zeug. So kriegt man dann halt seine Sachen. Nehmen wir die kommen in diese Kiste, jawohl. So, jetzt haben wir Steinstückchen. Die kann man dann zu Cobblestone zusammenbauen. Wunderbar, jetzt haben wir Cobblestone. Den können wir dann auch nochmal 7 und andere Steine rausbekommen. Aber wir wollen ja erstmal keine Verzierungssteine. Das heißt, wir können den Cobblestone einfach hin platzieren. Na, komm, so. Dann nehmen wir uns so einen Hammer. Ich habe jetzt einen aus Stein. Dafür brauchen wir halt 2 Cobblestone und 2 Sticks. Aber das sollte ja mit der Erklärung auch kein Problem sein, wie wir den machen. Und dann prügel ich mit dem Stein einfach, mit dem Hammer auf den Stein ein. Und damit stellen wir uns dann Kies. So, mein Hammer ist gleich kaputt. Dann zeige ich euch einfach, wie ich einen neuen machen muss. Dazu gehen wir dann an den Crafting Table. Haben 2 Steine. Ah ne, die bleiben ja nicht drin. Irgendwo haben wir schon Stöcke. Da. Lustigerweise beginnt man mit einem Stock, der Builder's Wand heißt. Haha. Ne, ich hatte den. Ich hab den immer noch. Ich hab meinen auch in die Kiste gepackt. Dann bauen wir uns daraus einen Hammer. Und mit dem Hammer hämmern wir dann die Steine wieder platt. Dann haben wir Kies. Und dann können wir den Kies sieben. Wir könnten den Kies wieder hinsetzen und mit dem Hammer draufhauen, dann kriegen wir Sand. Und wenn wir den Sand wieder hämmern, kriegen wir Staub. Aber ich will Kies sieben, weil nur aus dem Kies kriegen wir Erze. Aus Sand und Staub dann nochmal andere Sachen. Oh, eine richtige Kohle. Ja, haben wir auch schon ein paar. Ja, ich weiß. Oh, wow, ein Erz. Nein. Könnte ein Eisenerz sein. Einen Oakwood-Baum gesetzt. Doch gut, dann kriegen wir Äpfel.
Ey, es reicht, als einer schläft, das finde ich gut. Das 50% schlafen. Oder hast du da wieder irgendwas? Wo ist das Ganze? Was? Ich habe kein Birkenholz mehr. Das habe ich nicht benutzt. Ich habe inzwischen bestimmt schon 4 Stöcke genommen, aber warum soll ich denn Birkenholz benutzen? Gut, ich habe die Birken, die hinten gestanden haben, halt mit dem Hammer klein gehauen, aber... Also die Hälfte der Plattform ist fertig, dann könnte man hier mal... Ach, den Eimer habe ich im Inventar, deshalb könntest du den nicht sehen. Du hast einen Eimer? Ja, habe ich doch gesagt. Einen Eimer habe ich. Du hast gesagt, du hast keinen Eimer. Ich habe einen Eimer, habe ich gesagt. Spult zurück und hört es euch an. Ja, da bin ich mal gespannt. Bin mir sicher, ich habe gehört, dass du keinen Eimer hast. Egal. Jetzt haben wir jedenfalls ein paar mehr Erze und wenn man dann diese Brocken zusammenfügt, so hier, zerbrochenes Eisen, Erz, dann kriegen wir aus 4 Stück. Hast du noch Erde? Eisen, Kies. Und wenn wir den dann brennen, dann gibt es tatsächlich Eisen. Und ich habe noch 15 Blöcke. Mit fast 6 gesagt. Hier liegen sie beim Bett. Ich hoffe übrigens, der Server macht mit. Ich habe mir seit gestern dann eingerichtet. Aber er hat erst 1 GB RAM und falls es irgendwie mal abkackt, naja. Klar, gucken wir mal. Hätte ich da schon so eine Idee, woran das liegt. Aber wir haben ja noch nichts groß maschiniert. Hoffen wir mal das Beste. So, dann gibt's natürlich in dieser Karte wieder mehrere Bücher zum Lesen. Das Open Blocks Buch, das es eigentlich in jeder modernen Version gibt, werde ich nicht weiter erläutern. Dann gibt's das Tinker Buch. Das könnte man auch kennen. Und dann gibt es hier das Achievement Book. Also das Buch, in dem man die Achievements durchgehen kann. Das erklärt ein bisschen bla bla über Sky Factory 2. Das ist halt das gleiche wie Skyblock, halt nur mit Fabrikmöglichkeiten. Man kann nachher eine ME haben, mit dem man Quarz irgendwo farmen kann. Also man kann jede Menge Schamas machen. Und ich hoffe, wir kommen in dem Let's Plays auch irgendwann mal dahin. Natürlich, hallo. Und ansonsten sind dann hier sozusagen die Challenge, die man machen kann und die verschiedenen Zeitalter. Das habe ich im Singleplayer-Modus alles schon mal durchgetestet gestern, damit ich ein bisschen was weiß. Und man kann sich halt aus 4 Stöcken so einen Krug machen, also so einen, wie soll ich das jetzt sagen, so einen langen Stab. So Gandalf-Stabmäßig irgendwas, mit dem kann man halt die Blätter abmachen. Dann ist eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass Setzlinge droppen, fallen. Ach je, scheiß Deutsch-Englisch-Gemurks-Wurstel. Und vielleicht auch Seidenwürmer. Verdammt, ich hätte das Bone Meal aufheben sollen. Dann muss man halt Dreck Erde machen, indem man Saplings kompostiert in einem Fass. Das hatte ich vorhin schon erzählt. Man kann auch einen Setzling, einen Baum, die Blätter eines Baumes, mit so einem Seidenwurm infizieren. Dann wird der Baum seidig. Ah, ich hab noch 3. Und dann kriegt man mit dem Krug Drinks aus den Blättern statt irgendwas anderes. Naja, steht schon da. Haha. Mit den Strings kann man dann endlich dieses Sieb machen, das ich eben schon benutzt habe. Man kann mit den Fässern Regenwasser sammeln. Wie wir Cobblestone machen aus den kleinen gesiebten Erdblöcken, habe ich gezeigt. Man soll einen Hammer herstellen als nächstes, zum Beispiel aus Holz oder Stein. Natürlich ist der Steinhammer einen Ticken schneller und hält etwas länger. Wie gesagt, man kann alles sieben. Ich habe es jetzt hier hauptsächlich mit dem Kies gemacht. Tools für Tinkers Construct, das fehlt noch. Wenn ich Dust in Wasserfass mache, kriegt man Lehm raus. Den brauchen wir später auch noch. Und ich würde sagen, so hier so ungefähr ist dann der Standpunkt, wo wir jetzt auf dem Server sind. Und dort mache ich dann auch mit euch in Let's Plays weiter. Varuna legt uns schon eine Farm an, sodass wir hoffentlich bald was essen können. Ja, ich habe es probiert. Ich habe hier jetzt mal um das Wasser rum die Seeds geplatziert. Hier sind Potatoes
Und hier sind Carrots und dann hoffen wir mal, dass bis zur nächsten Folge, wir bleiben vielleicht noch ein, zwei Minuten mehr drauf, da schon was gewachsen ist. Aber wie weit ist denn der Stand der Folge überhaupt? Wie lange möchtest du machen? Wir sind schon bei 15 Minuten, das heißt, wir sind eigentlich bei Folgenende. Ich habe immer, ich erkläre dir mal kurz hier mein System in den Kisten. Moment. Eigentlich in der Holzkiste. Na. Hier sind mir die holzigen Sachen und die Samen. Genau, aber ich habe eigentlich immer so die Saplings und das Holz übereinander angeordnet. Du hast bestimmt nichts dagegen, wenn ich hier noch einen Zaun drumherum mache, dass man hier runterplumpst. Noch nicht, bitte. Nein. Da kommt nämlich noch von Spruce Wood außenrum eine Reihe. Und darauf kommt dann der Zaun. So ist es geplant. Ja, einfach, dass das hier mal ein bisschen sortiert ist in den Kisten, weil ich finde es immer so hässlich. Weil okay. Genau. Kann ich nachvollziehen. So. Die Zuschauer bestimmt auch. So. Oakwood, Oakwood, ja, Oakwood haben wir einfach immer viel. Wir brauchen jetzt wieder mehr, damit wir Äpfel kriegen. Nein, brauchen wir doch gar nicht, wenn wir das andere Zeug haben. Du hast jetzt hier tatsächlich immer zwei tief gemacht. Ja. So, ich hau hier mal. Achso, und ein Stack von einer Art Sapling reicht eigentlich. Das heißt, von den Birken-Saplings haben wir ein Stack. Den Rest können wir dann kompostieren. Gut. Wie gesagt, ich habe schon mit dem Zaun angefangen. Ich hoffe, dass ich das Spruce Wood unten drunter setzen kann. Genau, aber man kann auf jeden Fall dann hier, wo ich ihn gesetzt habe, nicht mehr von der Plattform fallen. Ich glaube, man ist eindeutig zu dick, zwischen dem Zaun und dem Rand durchzupassen. Probier's mal aus. Oh. Hier gerade, hier ist die Plattform auch noch nicht ganz fertig. Ja. Kerlchen. Ja, guck, zack, Fehler. Komm ich da jetzt hin? Der Fehler sitzt immer vor dem Bildschirm. Danke. Musste ja jetzt sein, das weißt du. Das ist provoziert. Haben wir denn noch Sprutzelwut? Achte drauf, dass du die alles setzen kannst, weil das geht gar nicht. Immer. Spruce Wood, wo haben wir denn Spruce Wood? Da. So, Zäunchen setzen und dann unten drunter setzen und dann ist gut hier erstmal. Na, schon wieder Fehler. Ist schon eine Axt. Ja, logisch. Guck, hier kommen wir nämlich jetzt, oder? Ah doch, da kommen wir noch dran. Nein! Jetzt hast du wieder... Ah doch, du kommst von hinten, kommst du... Oh, das ist kompliziert. Weil die äußere... Wenn du nur noch die äußere Ecke platzieren willst, kommst du da nicht mehr hin. Okay. Aber, ja. So viel zur heutigen Folge. Ich bin stark am Verhungern. Oh, auch schon wieder neue Stücke. Na, ich habe noch zwei Zäunchen. So, das war's von der heutigen Folge Minecraft Sky Factory mit Mephisto 2051. Jawohl. Ich werde jetzt öfter mal wieder hier mitmachen. Schon viel zu lange kein Minecraft mehr rausgebracht. Boah, das freut mich auch. Ich hoffe, du bleibst genauso am Ball wie ich. Ja, hallo? Factory, oh. Factory, sorry. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut bei Mephisto vorbei oder lasst einen Kommentar oder ein Abo oder was auch immer da. Und bis dahin, ciao Minecraft. Ciao Minecraft, ciao Maruna, bis denn.